Um euer Unternehmen so erfolgreich wie möglich zu machen, braucht ihr ein gutes öffentliches Image. In diesem Video erklären wir euch, wie ihr die Presse am besten kontaktiert und eine Pressemitteilung schreibt. Damit die Presse, also Zeitungen, Fernseh- und Radiosender etc. über euch berichtet, müsst ihr euch überlegen, was Journalistinnen und Journalisten interessieren könnte. Das sind zum Beispiel die Gründung eures Juniorunternehmens, eine Versammlung eurer Anteilseignerinnen und Anteilseigner, besondere Aktionen oder die Teilnahme an einem Wettbewerb. Als nächstes kontaktiert ihr die Presse. Ihr könnt dazu zum Beispiel im Internet die Telefonnummer eurer Lokalzeitung heraussuchen und direkt dort anrufen. Meistens wünschen sich die Journalistinnen und Journalisten aber auch eine schriftliche Info in Form einer Pressemitteilung. Zunächst erklären wir euch, aus welchen Teilen eine solche Pressemitteilung besteht. Eine Pressemitteilung ist in 5 Teile unterteilt. Der erste Teil ist eine kurze und prägnante Überschrift, die Neugier wecken soll. Im Teaser, also Teil 2, sollt ihr schreiben, wo welche Aktion mit welchem Ziel stattfindet. Danach kommt der Hauptteil. Schreibt dort alles hinein, was für eure Geschichte wichtig ist. Im vierten Teil, unter dem Text, könnt ihr dann noch auf andere Informationsquellen wie eure Unternehmenswebsite verweisen. Zum Schluss schreibt ihr noch eure Kontaktdaten dazu. Medien freuen sich außerdem, wenn ihr bei einer Pressemitteilung ein Bild zur Verwendung mitschickt. Zeitungen drucken zudem gern Zitate, die ihr bereitstellt. Und vergesst nicht, die Redaktionen sollen spätestens 4 bis 5 Tage im Vorfeld informiert werden. Dann haben sie genug Zeit, euer Ereignis bei Interesse einzuplanen. Wir empfehlen euch, einen kleinen Presseverteiler anzulegen. In diesem fasst ihr alle E-Mail-Adressen von möglicherweise interessierten Redaktionen und Medien zusammen und könnt sie bei jeder Mitteilung wieder nutzen. Bevor ihr die Medien kontaktiert, bereitet eine kurze Mail vor, in der ihr den Anlass und Hintergrund eurer Mitteilung nennt und verweist auf die Pressemitteilung im Anhang. Weitere Infos zum Erstellen von Pressemitteilungen findet ihr im Junior-Online-Portal. Dort findet ihr eine Liste über interessante Pressethemen. Weitere wichtige Hinweise zum Schreiben einer Pressemitteilung und Fragen, die euch von Journalistinnen und Journalisten gestellt werden könnten. Mit diesen Infos seid ihr gut für eure Pressearbeit gerüstet. Wir wünschen euch viel Erfolg!